Es gilt als schönste Nebensache der Welt, das Angeln. Das wissen nicht nur die über 1200 organisierten Petri-Jünger im OSL-Kreis, das wissen auch die Mitglieder des Angelvereins Braunkohle Senftenberg. Sie starteten Anfang Mai offiziell in die Saison. Mittendrin am Annahüttersee Frank Haufe, und er weiß, was dieses Hobby so faszinierend macht. Wir sehen es ja heute, wir haben jetzt Glück mit dem Wetter, der Regen hat aufgehört. Wenn man an ein Gewässer kommt, je nachdem wo auch und in welchen Bereichen, man hat die Natur vor Augen, von der Uhrzeit früh mit dem Sonnenaufgang, man sieht Eisvögel, man sieht Nutrias, egal was, also von der Natur ja auch freigegeben wird. Das sind ja Sachen, die andere Leute nur noch aus dem Fernsehen kennen, ja, oder auf dem Video mal irgendwo gesehen haben. Und wer wirklich Entspannung und abschalten will, wo, wenn nicht am Wasser. Bevor es mit der Angel ans Wasser geht, braucht es nicht nur Lust darauf. Sie benötigen mindestens einen von diesen Scheinen. Was dahinter steckt, weiß André Haag von der unteren Fischereibehörde in Kalau. Im Landkreis, so wie in Brandenburg allgemein, darf man ab dem 8. Lebensjahr angeln. Und die Voraussetzungen dafür sind letztendlich die Fischereiabgabe. Der Erwerb der Fischereiabgabe kostet im Prinzip für Kinder bis 18 Jahren 2,50 Euro für das Kalenderjahr, für Erwachsene für ein Kalenderjahr 12 Euro und für 5 Kalenderjahre 40 Euro. Damit ist man dann erstmal berechtigt, mit der Friedfischroute angeln zu gehen. Für die Raubfischangelei sieht es dann so aus, dass man eine Prüfung ablegen muss zum Fischereischein. Wenn man den bestanden hat, bekommt man einen brandenburgischen Fischereischein. Und damit kann man dann, ist man berechtigt, mit der Raubfischroute angeln zu gehen. Einen Fischereischein benötigen sie auch an öffentlichen Angelgewässern in anderen Bundesländern. Ganz gleich, ob fürs Friedfisch- oder Raubfischangeln. Wo liegt da eigentlich der Unterschied? Die Friedfischroute, die darf nur einen einschenkligen Haken haben. Das unterscheidet das im Prinzip von der Raubfischroute. Die hat Haken bis zu 3 Spitzen. Ganz gleich, welche Variante sie wählen. Eines benötigen sie immer, die Angelkarte. Man muss dann natürlich unterscheiden, entweder man wird nochmal DAFV-Mitglied, also im Deutschen Angler- und Fischerverband, dann kann man die Gewässer eben dieses Vereins oder der Vereine nutzen. Oder man muss eben, das ist eben da auch diese Geschichte, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich habe ein Gewässer, möchte dort angeln gehen, muss mich also erkundigen, wem gehört das Gewässer? Ist ein Fischer drauf, ist ein anderer Pächter drauf, der also auch die Fischereirechte auf diesem Gewässer hat. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, Tages-, Wochen-, Jahreskarten dort bei dem Besitzer des Teiches oder bei dem Fischer oder dem Pächter eben zu erwerben und dann dort mit seinem Fischereischein zu angeln. Die Möglichkeiten hat man auch. Wird denn das am Wasser überhaupt kontrolliert? Die Kontrolle der Angler wird durchgeführt von ehrenamtlich berufenen Fischereiaufsehern, die durch die Fischereibehörde berufen werden. Da gibt es so ca. 30 Leute bei uns im Landkreis. Dann ist natürlich die Polizei. Und in den größeren Gewässern, die schiffbar sind, ist es dann noch die Wasserschutzpolizei. Das ist dann so wie auf dem Senftenberger See, Geiersweiler See, Spreewald. So, Fischereischein in der Tasche, Fischereiabgabe gezahlt und Angelkarte gekauft. Jetzt kann's losgehen. Also der einfache Friedfischroute. Eine leichte, also als Köder ist hier ein Wurm dran. Hier ist eine Pose. Das ist also auch für Anfänger im Endeffekt, wenn man jetzt also von Barsch angefangen, Plötze, Rotfeder, kann man alles mit Wurm, man kann selbst einen Karpfen mit, auch mit einem Wurmbündel fangen. Je nach Wurfart gibt es hier auch verschiedene Varianten. Kann man dann gucken, wo man hin will. So, jetzt ist hier vorne schon, sieht man ja, ist so ein bisschen Seerose, schon ein bisschen ein paar Blätter oben. Dann liegt jetzt die Rute genau an der Kante, wo eigentlich dann auch der Fisch sein müsste, rein theoretisch und praktisch. Wo wir uns das immer als Angler so vorstellen. Und natürlich bestes, man sucht sich einen alten oder einen älteren Angler und lernt von ihm und die Tricks und auch von Ködern her und all solche Geschichten kann man, und das ist natürlich im Verein am besten zu machen, sage ich mal so. Wir stellen es ihm auch fest, bei vielen ist es so Familientradition, der Junge kriegt vom Vater die erste Rute oder vom Opa, da wird ja auch vieles dann gemuschelt und vererbt oder getauscht, es ist schon machbar. Basiswissen rund um den Fisch gehört auch dazu, denn nicht immer ist alles erlaubt. Stichwort Schonzeiten. Das ist jetzt momentan der Zander bis 31. Mai, der noch eine Schonfrist hat, Schonzeit hat. Und dann übers Jahr verteilt dann halt der Hecht, der noch hat, Barbe, Rapfen. Auch Mindestmaße gibt es für einige Fischarten. Angler zieht's ans Wasser, sie wollen in die Natur. Und die schützen sie auch.
Ja, auf jeden Fall. Wir machen Pflege. Man soll mal gucken, wie viele Stunden Angler jedes Jahr über die Vereine an Gewässern sich bewegen, um die Uferzonen sauber zu halten, Angelstellen zu schaffen, Schilf und all solche Sachen oder eben Unkraut zu beseitigen und so. Da kann man im Landesverband sich mal kundigen, wie viele tausende Stunden da im Jahr zusammenkommen. Und wir auch als Verein oder unsere Vereine im Landkreis OSL haben ja entsprechende direkt Tage, wo dann so eine Arbeitseinsätze stattfinden. Oder Hege und Pflege eben der Gewässer. Es wird ja durch die Vereine auch sehr viel Fisch also besetzt, durch auch den Verband im Endeffekt, wo wir also Jungfisch und Brut und alles einsetzen. Da gibt es ja richtig Programme, auch dieses Forellenprogramm da über die Pulsnitz oder ganz normal, dass die Teiche auch vernünftigen Besatz wieder kriegen, dass eben ein gesundes Verhältnis von Raub- und Friedfischen auch in den Teichen dann ist und so oder in den Seen. Und das funktioniert schon. Und da ist auch ein bisschen Arbeit dahinter. Es ist nicht nur, dass man sich mit der Rute ans Wasser setzt und sagt, ich fange mir jetzt mal ganz schnell mal ein paar Fische, ja. Wenn Sie jetzt Angelfischer werden wollen, inklusive Fischereischein natürlich, dann haben Sie noch etwas Zeit, denn bei uns im Landkreis wird im Herbst definitiv wieder eine Prüfung durchgeführt. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Wer dafür Interesse hat, hat lange Zeit, sich vorzubereiten in den Medien, Zeitschriften und sich dann rechtzeitig anzumelden und dann die Prüfung zu bestehen und mit der Raubfischroute an die Gewässer zu ziehen. Dann treffen wir uns ja vielleicht irgendwann, irgendwo, an einem der rund 35 Angelgewässer im OSL-Kreis.